Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Dutch Egg Guarantee, in dem vielleicht finalen Part, wenn ich es in ein Video reinkriege. Der Ort, der uns in Auras Mail gemailt wurde, ja, er wurde in Auras Mail gemailt. Versteckt, dunkle Seite, heiliger Boden, habe ich noch nie durchgezogen. Wir machen es jetzt hier das allererste Mal und ich hoffe, es funktioniert auch so, wie ich es gerne hätte. Nebenbei bemerkt, wo es mir gerade einfällt, hier hast du noch Dämonenhände, weil du so bezaubernd mit uns umgegangen bist im letzten Dungeon. Okay. Dann wollen wir mal. Das ist dann der finale Part, was das Spiel angeht. Ich hatte versprochen, nochmal einigermaßen den Plot zu versuchen zusammenzufassen. Das werde ich wahrscheinlich in einem Extra-Video machen. Dann wollen wir mal gucken. Wie gesagt, gemacht habe ich den Dungeon noch nie. Zumindest nicht vollständig. Sagen wir es mal so. Also ich bin gespannt. Nebenbei bemerkt, ist das einer dieser Dungeons, in denen haufenweise Databugs rumrennen. Ich glaube ausschließlich Databugs, also gefährlich. Die meiste Zeit sollten sie das machen. Ihr werdet sehen, warum. Aber gut. Gehen wir voran. Ich habe zumindest genügend Kugeln dafür. A cat? Are you... No, wait! Don't go! It's Mia! Did you see that? That was Mia! Let's keep going. Okay, Mia, huh? Nun gut. Okay. Wir haben ja also zwei Mu-Wächter direkt. Ist ja immer ganz toll. Oh Gott. Er kann nur Ola-Rap. Das ist natürlich echt grandios. Oder? Nee, er kann, glaube ich, sogar das andere. Ihr solltet nur den Datenentzug anwenden. Das kann ich jetzt direkt sagen, weil es sonst echt tödlich enden wird irgendwann mal. Also, boah. Ich das liebe, wenn die Gegner sowas machen. Toll, ich bin wieder reingerannt. Fahr! Ah! Mein Gott! Diese dämlichen... Goddammit. So, die Sache ist, warum ich definitiv immer versuchen... oder warum man versuchen sollte, den letzten Schlag auszuführen, ist die Sache mit der... ja, mit den Entzugsproblemen, sag ich jetzt mal. Das heißt, jetzt werde ich zum Beispiel auf Operation Erholung gehen, dass sich die Leute nicht bewegen. Denn wenn ich als Kite den letzten Schlag ausführe, dann kriege ich zumindest mit ein bisschen Glück meinen Virus-Infektionslevel ein bisschen runter. Denn ihr seht, ich bin jetzt schon wieder grün. Und wir haben hier einen 15-Level-Dungeon vor uns. Und es sind nur Databugs vorhanden. Das heißt, wir können die ganz schnell mal sterben und das wollen wir gar nicht. Ja, und das passiert dann auch mal ganz gerne, dass mir dann zum Beispiel Elk wegstirbt. Das Gute hier dran ist, ich habe zumindest dafür gesorgt, dass wir genügend Heil-Items haben. Beziehungsweise, die hatten wir schon von vornherein. Wenn Elk stirbt, ist das für mich sowieso keine große Sache. Das ist halt so etwas, was vorkommen wird. Black Rose, leider auch. Aber wir müssen halt zusehen, dass wir hier unseren Infektionslevel runterkriegen. Erste Hilfe wäre gerade gut, Leute. Ach, das sind zwei von den Großen. Ja, toll. Sag mir das doch mal einer. Ich habe davon nur einen gesehen.
So, der erste ist weg. Ich bin auch fast wieder weg. Aber ja, das ist definitiv nicht die beste Lösung, die man hier haben kann mit den ganzen Gegnern, den Versuchen, letzten Schlag zu setzen, etc. pp. Problem ist halt, es geht nicht anders. Es geht nicht besser, es geht nicht anders, wirklich. Man muss es halt versuchen, so durchzuziehen, dass man sein Viruslevel gering hält. Goddammit. Ist das ein... Ist das ein Murks? Ja. Ich würde mich gerne bewegen. Danke. So. Da möchte ich das Elk erste Hilfe machen, so gut er kann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihm so einen schlechten Stock gegeben habe, aber scheinbar habe ich das, denn er kriegt es ja nicht mal hin, uns zu heilen. So, wir sind wenigstens wieder im grünen Bereich. Grün, blau, wie auch immer. Gut. So, jetzt einmal stärken, denn das kann ich mir so nicht mit ansehen. Oh Gott. Ja, ich habe jetzt schon echt Spaß an diesem Dungeon. Ja, ja. Ich bin mal 6 Minuten, habe fast nichts geleistet mit dem Dungeon alleine und... Wow, habe jetzt schon echt Spaß. Ja, sprich nochmal ein paar Regimes hier. Bei dir weiß ich nicht. Vielleicht hast du, habe ich mit Hehe auch dieses... Was ist das hier? Ah, Level 95. Sehr gut. Ich wette, damit kann er vernünftig heilen. Ich hoffe, dass er damit vernünftig heilen kann. Ha, was war eigentlich dieses Licht? Ah, Licht war die beste Waffe für Black Rose. Zumindest was die Seltenheit angeht. Gut, bitte sehr. Okay. So, dann ist natürlich wieder die Technik Elk, erste Hilfe, solange du lebst. Was nicht unbedingt immer lange ist, aber hey. Und draufhauen. Ich sollte vielleicht manchmal den Punkt umsetzen, aber naja. Kann auch sein, dass ich diesen Part dann, also diesen Dungeon in mehrere Teile zerlegen muss, weil das ist ja hier schon echt übel. Muss ich sagen. Güte ist jetzt dann wiederum... Ah, Güte ist die schlechte gute Waffe für Black Rose. Gut. Weiß ich Bescheid. Und ich hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf. Nach wie vor, ich muss im Prinzip den letzten Schlag machen, damit, ich sag mal, gut zählt. Also kann ich jetzt schon wieder auf Erholung setzen. Elk wiederbeleben. Gott, wie ich Elk liebe. Ich hoffe, man merkt mir die Ironie in meiner Stimme nicht an. So, um Erfahrungspunkte geht's mir hier nicht, also ist das eigentlich wurscht. Ich finde es halt nur schon erschreckend, dass ich jetzt schon wieder im gelben Bereich bin. Oder stärkt er? Das ist schon mal in Ordnung dann. Aber ja, gelber Bereich jetzt schon nach Ebene 1. Das ist schon echt heftig. Wir marschieren langsam in Richtung Ausgang. So. Puh. Karte. Okay. Spielt also keine Rolle, wo ich lang gehe. Es sind Kämpfe dabei. Ich bin schon wieder tot. Also ja, diese Kämpfe sind echt toll, muss ich sagen. Die
Gegner sind toll. Der Dungeon ist auch ganz toll. Ich glaube, ich sollte Soras Klingen ausrüsten. Dieser Todeffekt könnte halt sehr nützlich sein, wenn er denn auftaucht. Ja, Elk ist wieder weg. Jetzt hier muss ich wieder auf Erholung setzen, damit ich den letzten Schlag hier machen kann. Falls ich ihn denn mache, bevor ich sterbe, das wäre schön. Aber ja, mache ich. So, kann ich Rip Main auf sie sprechen. Und dann weitermachen. Es ist nicht schön, bin ich ganz ehrlich, weil das ist sehr, ja, unpraktisch, dass ich immer den letzten Schlag setzen muss, am besten damit mein Viruslevel runtergeht, was er nicht mal in einem großen Stil tut, sondern sehr, sehr langsam. Aber ja, das ist dieser Dungeon hier. Gut, weiter. Ja, na toll. Das lief zumindest gut. Das hier ist schon wieder so der Punkt, wo ich sehr genervt bin, weil mich die halbe Zeit festhalten werden wieder. Mit er mit seinem Ola rappt, hilft mir überhaupt nicht. Also mal ehrlich, wofür hat er diesen extrem heftigen Stock, wenn er es nicht einsetzen kann? Echt? So, einmal heilen. Einmal den Datenentzug. Muss ich gucken, ob die Waffe zum Beispiel ihn besser hilft, verteidigt, wie auch immer. Macht mal da hinten weiter, sonst wird das hier nichts. Die Mugardians sind ja wenigstens so Gegner, die im Prinzip sehr einfach zu besiegen sind. Aber die Tatsache, dass ich hier auf Ebene 2 festhänge gerade und es schon nervig wird, ist schon echt wow. So, ihr könnt weitermachen mit dem Stehenbleiben. Jetzt muss ich wieder den Rest erledigen. Wunderbar. Das Problem ist natürlich, dass es halt wirklich kein Zauber gibt, der mich, ich sag mal, oder der meine Virusinfektion senkt, sondern einfach nur höher treibt. Finde ich furchtbar. Und jetzt kann ich warten, bis meine SP wieder ein bisschen oben sind, ey. Ist kein schöner Dungeon. Ist auch kein schöner Dungeon zum Aufnehmen, meiner Meinung nach jetzt. Kann natürlich jetzt jeder anders sehen. Goddammit. Wieder alle auf mich. Ja, und da bin ich tot. Psst. Unfassbar. Und ich glaube, genau deswegen habe ich damals den Dungeon nicht gemacht, weil es mir auf den Säcker, auf den Wecker ging. Wieder tot. Ich glaube, jetzt sterben gerade alle gleichzeitig und dann... Wenn diese Rüstung wenigstens mal Schaden nehmen würde, wäre ich sehr froh. Aber der Schaden ist null, warum auch immer gerade. Eigentlich möchte ich hier einen Todeffekt sehen, der nicht passiert. Warum, weiß ich nicht. Oder Schaden allgemein. Schaden ist schon sehr gut. Aber ich stehe hier, krieg Schaden und es passiert nichts. Dieser Mugardian geht mir auf den Senkel mit seiner Magie, ganz ehrlich. Muss ich noch eine Auferstehung machen? Ja, muss ich. Jetzt weiß ich nicht, wer ihn getötet hat. Naja. Wenn ein paar Gegner weg sind, wird's wieder einfacher. Aber bis dahin haben wir hier echt einen netten Ort zum Kämpfen rausgesucht, muss ich sagen. Ich finde den Dungeon furchtbar, bin ich ganz ehrlich. Er soll die letzte Herausforderung sein, das ist auch richtig so, aber...
Das ist... Es ist herausfordernd, ja. Es ist nur furchtbar herausfordernd. Das ist so mein Standpunkt davon. Das ist... Der Dungeon ist herausfordernd, ja. Und er ist verflucht herausfordernd, auch ja. Aber ich finde ihn furchtbar schlimm, ja. Und zum Aufnehmen sowieso war erstens... Nervt der Dungeon mich, dann nerv ich euch, weil ich den Dungeon hasse. Es ist nicht schön. Wenn man irgendwann mal irgendwo hinkommen würde, wo weniger Gegner sind, wäre es ganz schön eigentlich. Aber dem ist leider nie so. So, jetzt lasse ich mal wieder buffen hier und buffe mal selber so ein bisschen, damit es ein bisschen schneller geht. Das will ja keiner sehen, wie wir hier die ganze Zeit rumstehen. So, und jetzt die Schattenrobe. Die kannst du doch bestimmt nehmen. Und dann kriegst du bestimmt einen guten Heilzauber, oder? Bitte. Ich hoffe, er kann es jetzt. Kann er jetzt was Tolles? Bla 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 bla. Du hast immer noch nur Ola Raptors. Ich meine, er kann wiederbeleben. Ist ja schön. Aber ich hätte gerne was anderes. Ah. Herrgott, nochmal. Okay, was haben wir hier so Schönes? Kein Gegner. Kein Gegner ist immer gut. Zweimal die. Ist auch nicht schlimm. Komme ich mit klar. Wenn sie mich nicht immer umbringen würden. Ah, sehr gut. Ich werde ihn jetzt natürlich wiederbeleben. So. Mach da meine letzten zwei Schläge. Sehr schön. Puh. Damit habe ich zumindest Ebene 2. Wow, ich habe 2 Ebenen. Oh mein Gott. 2 Ebenen in 20 Minuten. Oh Gott. Das wird ein halber Stunden-Part. Nur um wenigstens ein bisschen irgendwo hinzukommen. Wow. Oh wow. Echt nicht schön. Echt nicht schön hier. Wirklich nicht schön hier. Okay. Ein Sandhügel. Also, wenn die Databugs ein bisschen normaler werden, ein bisschen einfacher zu vertragen, dann ist das gar nicht mal so verkehrt. Das weiß ich aber nicht. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Dungeon nicht aus und ich versuche nur, mein Infektionslevel gering zu halten. Was mir minimal gelingt. Soweit ich weiß, gibt es nur den Tipp, nur den Datenentzug verwenden, weil der Datenentzug relativ wenig den Infektionslevel hochreißt, was ich auch verstehen kann. Deswegen kannte er beim letzten Mal diesen Entzugsherz. Naja, gut. Virus Scan L, yay, genau das, was ich brauchte. Und eine physische Toleranz, na toll. Ich habe mit der Ausrüstung wieder kein... Achso. Stimmt, ich habe auch noch den Damenpanzer an, den ich gar nicht anhaben wollte. Yay! Go me! Ah, yay. So, jetzt geht hier auf Erholung, denn ich muss den letzten Schlag machen, so gut es geht. Das heißt, ich spanne jetzt... Spanne, ja. Spamme. Spam. Mail. Spamme mein Skill. Und ja, so können die Kämpfe gerne weitergehen, denn das war sehr erholsam. Im Gegensatz zu den anderen hier. Ja, so kann es auch von mir aus weitergehen. Nicht verkehrt. Sehr schön. Wir machen Fortschritte. Wir machen Fortschritte.
Ich möchte ungefähr die Halbzeit erreichen. Dafür muss ich ungefähr auf Level 7 kommen. Deswegen wird der Part ja so ein bisschen länger. Aber ich würde gerne Level 7 erreichen. In diesem Part zumindest. Dann habe ich die Hälfte des Dungeons hinter mir. So im Großen und Ganzen. So im Groben. Okay. Data Drain. Brauchen wir nicht. Kann weg. Dann können wir jetzt wieder Operation Erholung einsetzen. Während ich versuche, diesen Mu-Guardian zu vernichten. Sehr gut. Jetzt wieder Unionskampf. Also, es ist... Elk, du kannst ruhig weiter heilen, danke. Ich weiß, es hilft nicht viel mit deinem Ola Rapt, aber immerhin ist da irgendeine Heilung dabei. Ja, und jetzt bin ich schon auf Gefahr. Ebene 3, Gefahr. Deswegen, ich weiß nicht, ob der Dungeon funktioniert. Für mich kam der Dungeon immer so rüber, als würde das definitiv nicht funktionieren. Deswegen weiß ich nicht, ob man dann noch Glück haben muss mit dem Gegner gespawnen. Und wenn das der Fall ist, dann finde ich den Dungeon furchtbar schlecht konzipiert. Bin dann aber auch nur ich wieder. Aber es ist so, wenn der Dungeon wirklich voraussetzt, dass man Glück hat mit den Gegnern, die spawnen, oder den Schatztruhen, dann... Pff, toll. Da kann ich euch im Großen und Ganzen fast nur um den weitesten Run zeigen und dann mal hoffen, dass es irgendwann funktioniert, aber... Ich gebe mein Bestes hier! Ich hoffe, das erkennt man wenigstens, dass ich hier mein Bestes gebe. Aber mehr als alle Gegner einzeln Data Drain, dann noch die Gegner zu vernichten, und zwar alleine, kann ich nicht machen. Nein, nicht Magie. Ihr solltet nicht Magie, nein! Ich glaube, ich habe ihn trotzdem getötet. Aber ja, ihr seht, ich bin Ebene 3, ich bin schon rot, wir haben noch 12 Ebenen vor uns, ja. Sagen wir einfach, dieser Dungeon ist furchtbar. Ich glaube, da können wir alle übereinstimmen, der Dungeon ist furchtbar. Ich kann auch, wie ihr seht, den Gegner einzeln bekämpfen, aber das hat, glaube ich, keinen Effekt, was den Infektionsrat angeht. Nur, dass wir jetzt schon knallrot sind. Und ich sogar einen Level-Down habe, weil ich 1000 Erfahrungspunkte gerade verloren habe. Was ja auch echt nett ist. Also, ich weiß, ich bin gerade nur am Meckern, ne? Trotzdem. Das ist für mich kein Zusatz-Dungeon, kein guter zumindest. Das ist für mich eine Tortur. Das ist so das Problem. Es ist für mich eine Tortur. Heilung wäre nicht schlecht. Wir konnten doch mal mehr stärken, oder nicht? Warum heilt ihr denn da nicht? Ach Gott. Manchmal habe ich das Gefühl, die ticken nicht sauber. So, hier haben wir wieder den Sandhaufen. Ich meine, kann ich auch wieder ganz alleine machen. Das ist zumindest so ein Gegner, bei dem ich weiß, dass ich überlebe. Mehr oder minder zumindest. Also Egg darf ruhig erste Hilfe einsetzen. Toll. War ja auch wieder faszinierend. Immer schön draufhalten. Das Problem ist, dass ich ziemlich sicher bin, dass man Data Bugs trotz allem nicht einfach töten kann. Sonst würde ich das mal ausprobieren. Aber ich meine, das funktioniert nicht. Ich meine, ihr seht, ich haue drauf. Es ändert zwar seine Werte, aber ab einem bestimmten Punkt hören die HP einfach auf, runter zu gehen. Was soll man dann schon dagegen machen? Ultrapanzer. Okay, wenn ich es nicht ausrüsten kann, dann kannst du Black Rose ausrüsten. Ich kann auch... Ach ja, stimmt, der hat eine physische Toleranz. Stimmt ja, da war was.
falsche Toleranz gerade am Ausnutzen. Aber ja. Wir geben unser Bestes, wir hauen drauf, so gut es geht. Im schlimmsten Fall sterbe ich halt dabei wieder. Würde mich halt nicht wundern. Wenn ich sterbe, keine Ahnung, würde ich es am liebsten lassen, bin ich ganz ehrlich. An dieser Stelle muss ich das mal sagen, wenn ich dabei sterbe, dann habe ich da eigentlich auch gar keine Lust mehr drauf. Weil mir das auch ehrlich gesagt keinen Spaß hier macht. Ich krieg ja nicht mal in einer halben Stunde die Hälfte des Dungeons hin, wie ihr gerade seht. Zwei Mu-Guardians wieder. Würde mich nicht wundern, wenn ich hier direkt dann schon wieder sterbe. Ganz ehrlich. Heilen muss ich ja eh wieder. Gut, wir sind orange-rot. Das ist noch nicht kritisch. Wir gehen zwar auf kritisch hin, aber es ist noch nicht kritisch. Aber ich weiß nicht, wieso sie sich gedacht haben, das ist dann auch eine gute Dungeon-Idee. Muss ich auch mal dazu sagen. Ich weiß es ehrlich nicht. Weil so ziemlich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich werde sterben, komme ich natürlich mit Heil mich mal. Jetzt muss ich mal kurz warten. So. Jetzt sind wir schon so ziemlich knallrot, also whoopi. Ich weiß nicht, warum die sich gedacht haben, dass das ein guter Dungeon ist. Ah! Gott. Okay. Also nach einer halben Stunde mache ich hier Cut und teile den Dungeon ein, weil das sonst immer zu lange dauert. Tut mir ja sehr leid, aber irgendwann ist mal gut. Das ist auch so schon schlimm genug. Ja, wieder ein Sandhügel. Na gut. Ey, gib mal noch erste Hilfe. Ich verstehe sowieso nicht, warum so Charaktere wie Elk, wenn die zurückstehen, die bleiben ja automatisch zurück, weil sie wissen, die helfen hier nicht. Also zumindest nicht mit Angriffen. Klar. Also bleiben sie zurück, weil sie Magier sind. Klar. Warum heilen sie dann nicht oder benutzen automatisch den Zauber? Ich weiß, es ist mein Gameplay, aber wenn sie mir weismachen wollen, dass da Charaktere sind, die mit mir kämpfen, dann sollten die das auch machen. Und ich habe Black Rose Bits jetzt. Naja, gut. So, jetzt möchte ich, dass ihr einmal einen Skill ablasst hier. Alle beide. Gut. Jetzt versuche ich mit Orbi Anidan den Platz zu machen. Damit das wieder auf meinem Mist gewachsen ist, dieser Tod hier. Und weiter geht's. Ah Gott. Aber auch jeder Raum, ne? Jeder Raum ist voll mit Gegnern. Das ist unglaublich. Jeder Raum ist voll mit Gegnern. Manche sind ja nicht so schlimm wie hier, der Mu-Guardian. Ein einziger Mu-Guardian ist wirklich kein Problem, aber eine Menge davon sind dann natürlich auch wieder so eine Sache. Das ist unglaublich. Ich hasse diesen Dungeon über alle Maße. Ich glaube nicht, dass ich jemals darüber hinwegkomme, wie sehr ich ihn wirklich hasse. Aber das ist dann wiederum meine Sorge. Das allein ist meine Sorge. Okay. Ihr bleibt schön zurück und macht das, was ihr am besten könnt, nämlich gar nichts tun. So. Okay. Gut, Leute. Schneller geht der Dungeon hier nicht voran. Das wird auch nie so sein. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder, wenn ich versuche, diesen Dungeon zu überleben. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.